Assalamu alaikum und willkommen zurück im Abadid-Sultanat. Und ich habe gerade mal geschaut, wenn ich das recht in Erinnerung habe, brauchen wir nur noch eine Provinz. Und dann könnten wir uns das Reich von Hispanien haben wir dann Anspruch. Dafür. Nee, gar nicht. 80% brauchen wir. Nicht 51%. Derzeit kontrollieren wir 50%. Dann können wir das natürlich noch nicht machen. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt Krieg führen. Und zwar gegen König Sancho von Kastilien. Und es geht um die Eroberung von Soria. König von Leon. Der wird mal wieder mitmischen, denke ich. Und Kleinkönig von Deubart. Obwohl hier nur steht, dass die mit in den Krieg ziehen werden. Kann sein, weil wir nicht Angriffspakt mit dem haben. Wir werden es sehen. Ansonsten kriegt er halt wieder was auf die Mütze. So, und wir werden nur unsere Truppen ausheben. Und das sollte reichen. Wir können auch noch einen Befehlshaber ernennen. Das werden wir natürlich auch tun, wenn wir noch irgendwas zur Verfügung haben. Hier. Ein Scheich von Kunka. Das ist ein Christ. Macht uns aber nichts. Mittlerweile kann er uns eigentlich recht gut leiden. Er ist auf jeden Fall mit an Bord und wird seine Lehnstreue beweisen müssen. Gut. Ihr werdet euch mal dort versammeln. Machen noch mal ein bisschen langsamer. Gucken, was er macht. Wer irgendwas macht. Wahrscheinlich oben aus Deubart. War das Wales? Ich glaube, ne? Aber wir werden sehen. Truppen marschieren auf. 10.000 Mann. Wir sollten ihn 11.000 sogar ruckzuck in den Boden stampfen. So, was haben wir denn hier? Ja, das sollte reichen. Und dann marschieren wir da hoch. Im Moment ruckelt es ein bisschen. Das liegt daran, weil ich gerade im Hintergrund noch ein paar Minuten rendere. Aber das sollte zu verschmerzen sein. So. Außerdem ist es gleich vorbei. Er zieht sich zurück, war ja klar. Oh, hier haben wir aber einen ganz schönen Malus. Wie viel haben wir denn? Minus 1,4. Das müssen wir natürlich schleunigst beheben. Hier können nur 6.300 versorgt werden. Deswegen teilen wir mal die Armee. 5.600 bleiben da und die anderen nehmen die Verfolgung der Armee hier auf. Und ansonsten belagern wir hier Burgos. Vielleicht schaffen wir ja, den König gefangen zu nehmen. Das sehen wir dann. Da ist er. Wir versuchen ihn doch erstmal, seine Armeen zu vernichten. So, da kommt es jetzt zum Kampf. So, mein Kommandant Prinz Abu wurde der Weg abgeschnitten und er wurde vom Feind auf dem Schlachtfeld erschlagen. Unser Onkel. Ja, das passiert. Ach. So. Autospeichern dauert jetzt auch länger. Oh, jetzt sind hier sogar immer noch. Ist jetzt Winter? Nee. Nur noch 2.100 Nachschub. Ja, das muss so gehen. Seitdem können wir stürmen. Er hat nur 90 Mann. Da stürmen wir eben. Damit das Ganze schneller geht.
Und hier hat er 812 Mann. Da müssen wir noch ein bisschen warten, 9 Tage. Dann werden wir das auch im Handstreich nehmen. Da verlieren wir ein paar mehr. Aber das sollte reichen. Die Leute würden wir jetzt eh wahrscheinlich verlieren. Und dann haben wir hier alles erobert. Jetzt ziehen wir nach Burgos. So, Bürgermeister Pelagio von Vigo wurde in der Schlacht gefangen genommen. Bist du mein Gefangener? Und wir wissen ja, unser Manaco, der Heilige, ist ein religiöser Eiferer und mittlerweile ist er auch ein Gelehrter des islamischen Rechts. Und da machen wir einfach keine Gefangenen. Das ist einfach so. Da ist Pelagio. Der auch im Benediktinerorden ist. Und deswegen wird er hingerichtet. So. Und das hat sich dann erledigt. Wir können hier belagern. Ja, wir können hier belagern. Das machen wir auch. Wir belagern alles, was geht. Er hat auf jeden Fall keine Hilfe bekommen. Die Zeit spielt ja mit uns und vielleicht kriegen wir endlich König Sancho den Dritten in unsere Hände. Weswegen wir die Belagerung auch über die 100% hinaus machen. Das wäre doch ein schönes Stück, wenn wir den lebend kriegen würden und ihn hinrichten könnten. So bringen wir über den Rest Spanien richtig Ärger. Ja, und Spanien ist ja auch momentan auch groß in der Presse. Kastilien möchte sich lossagen. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. So, läuft ja ganz gut. Wir machen mal ein bisschen schneller. So, wir schlagen vor, dass Prinz Sumaru von Mali und Prinzessin Garda verlobt werden. Hat nur Anspruch auf die Moschee von Lul 22. Und Prinz Sumaru, ja, 14 Jahre. Und der Vater, der Tyrann von Mali, okay. Hat so einige Kinder. Der ist schon tot. Oh, da stehen aber noch einige vor. Nein, ist uninteressant für uns. Das lehnen wir ab. Und falls ihr gerade das Pling gehört habt, das Renderprogramm ist jetzt fertig. Ist nicht, ob ihr das überhaupt gehört habt. So, jetzt läuft es auf jeden Fall flüssiger. Und unser Sohn Rashik trägt viel Zorn in sich. Wie ist es mit uns? Wir sind auch grausam. Wir tragen auch genug Zorn in uns. Ich darf nicht der Versuchung nachgeben, mich einzumischen. So, jetzt hat König Sancho von Kastilien Königin Fleur von Deubart in den Krieg gerufen. So, jetzt könnte er von meiner Kriegskunst profitieren. Gestresst werden? Nein, er muss es alleine lernen. Bei so vielen Kindern müssen sie sich selbst entwickeln. So, da sind einige Revolten jetzt im Gange. Granada da unten auch. Okay, ihr macht das schon. Während wir hier weiter belagern. Und wir haben da eine Einkehr. Prinz Musa, unser Sohn. Das ist unser Haupterbe? Nee, das ist Muhammad. Musa ist unser Zweitgeborener. Der dümmliche, sture und willkürliche. Da schauen wir mal, was er machen will.
wahrscheinlich unseren Erstgeborenen töten. Genau. Wie ist unser Verhältnis? 69. Und zu Mohammed 79. Ja, wir werden ihn einkerkern. Aber wir werden ihn unter Hausarrest stellen. Er ist immer unser Sohn. Wir können zwei Ansprüche durchsetzen. Toledo. Auch Kastilien. Der Jura-Anspruch auf Molina. Können wir das jetzt gleichzeitig noch durchsetzen? Wir führen doch gegen König Sancho schon Krieg. Das ist mir echt neu. Nee, geht nicht. Ja, hätte mich auch gewundert. Da kommen nochmal 2500 Mann. Aber wir bringen jetzt erst diese Belagerung hier durch. Burgos wird noch belagert. Das heißt, mit diesen Leuten marschieren wir jetzt dorthin. Werden wir eben die Armee schlagen. Oh, da kommt Deubart. Das könnte noch interessant werden. 8700 Mann. Können wir hier eigentlich stehen bleiben? Ja, das heißt, wir bleiben stehen. Wir erobern jetzt hier Burgos. Die maurische Kavalleriekaserne wurde fertiggestellt und wir haben eine offene Ratsposition unseres Kanzlers. Und ich sehe, Scheich Rashik hat nur 9. Was ist mit dem los? Gebrechlich und wahnsinnig. Den werden wir auch entsorgen. Titel entziehen. Wir machen es ganz ordinär hier drüber. Hakam, unser Halbbruder, Titelforderer, nee, das ist schlecht. Wir haben keinen geeigneten General. Aber was spricht denn gegen unseren Halbbruder? Immerhin ist er auch zufrieden, und wenn er jetzt noch eine Position bekommt, ja komm. Wir geben ihm diese Position. Er braucht nicht mehr kämpfen. Und er soll die Armee organisieren. Gut. Und wir werden ihm noch einen Ehrentitel verleihen. Aber als was, Chefarchitekt? Passt nicht. Hofkalligraf. Vorkoster ist nicht sehr gefragt. Ja, wir machen ihn zum Hofdichter, komm. So, und den Großvisier brauchen wir. Ah, da bietet sich natürlich unser Freund hier an. Mubashir. Raff ist zwar besser, aber das ist unser Freund, der uns verehrt. Das machen wir natürlich. Und er soll Staatskunst verrichten. Jetzt müssen wir nach unseren Generälen schicken. Da sind nämlich ein paar Posten frei geworden. Unser Sohn Rashid. 17 Jahre, kann nicht anführen. Hier kann keiner von anführen. Das geht erst hier unten weiter los. Persönliche Kampffertigkeit minus 4. Aber er ist ja halt General, ne? Süleyman. Nein, es muss mit diesen dreien gehen. Wo wir jetzt einen wahrscheinlich neu zuteilen müssen, der hier nicht drauf ist, weil er ein Amt bekleidet. Das ist schlecht. Wer ist das denn? Gar keiner von denen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, dann muss das so gehen.
So, wir können jetzt jemanden erpressen. Scheich Jill von Kunkka. Unsere Meinung ist nicht besonders hoch. Aber wir wünschen momentan nichts zu unternehmen. Und unsere Tochter Dima ist ein undurchschaubarer Intrigenspinner geworden. Das freut mich. So, Belagerung von Burgos ist durch. Und jetzt haben wir noch Silos hier, was gerade sehr schnell geht. Und dann greifen wir dort an. Und in Kunkka ist der Großteil der Bevölkerung zum sunnitischen Glauben übergegangen. Schön, das heißt, unser Hofimam hat was anderes zu tun. Wir schauen uns mal die Religionskarte an. Mal sehen wir hier unten, ist noch christlich, hier noch. Ich würde sagen, fangen wir hier an. Bekir. Dort. So, dann gehen wir hier wieder auf die Diplomatiekarte. Silos fällt gleich. Die erobern da zwar auch wieder. Und Rashid, unser Sohn. Auch er will wahrscheinlich den Bruder töten. Aber er ist von den Werten. Gerissen, stur, gemäßigt. Na, wir schauen mal. Ne, unser Cousin. Das verbieten wir einfach nur. Und hier ist auch noch einer. Und es ist unglaublich, dass diese Frau immer noch lebt. Haben die beendet. Und wir müssen endlich hier Silos einnehmen. Jetzt. Da oben kommen nochmal 3000 Mann. Die haben die Armeen geteilt. Okay. Ist mir gar nicht so klar geworden. Aber wir haben den König noch nicht. Und unser War Score tickt langsam runter, weil wir nicht mehr die Provinzen halten. Was war denn da? Banditen überfielen die Belagerungsarmee bei Kunkka. Schön. Gleich kümmern wir uns darum. Ein Sohn von Prinz Muhammad wurde geboren. Ach, das ist schon der zweite. Und er nennt es nach uns. Schön. Das ehrt uns. König Eneko läuft aus. Der Waffenstillstand. Schön. Das heißt, wir müssen diesen Krieg zu Ende bringen. Und auch ein Rashik, unser Sohn. Dann lassen wir mal den Hofarzt kommen. Und zwei unserer Freunde wurden vorgestellt, sind aber jetzt Erzrivalen. Und meine Gattin Sultana Tazenkwend fühlt sich in letzter Zeit nicht wie sich selbst, wie ihr altes Ich. Mir ist aufgefallen, sie an Gewicht verloren hat und unter Anfällen schwerer Müdigkeit leidet. Die Ursache scheint ein Tumor zu sein, der an ihrer Lebenskraft zehrt. Okay. Und der war noch nicht mal Kinder. Okay. Auch den Hofarzt kommen lassen. Und wir haben Castobate eingenommen. Sehr schön. Okay, das soll es dann gewesen sein für heute. In der nächsten Folge werden wir dieser Armee da den Gar ausmachen. Und dann sollte das eigentlich erledigt sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Macht es gut und ciao, ciao.